Ja, das ist jetzt ein Beitrag zu den Aussagen der CDU-Landtagsfraktion des Niedersächsischen Landtages. Die versuchen sich nämlich gerade sachlich mit dem Wolf auseinanderzusetzen, aber leider ist es so, dass sie irgendwie dabei so an der Oberfläche bleiben, dass es erschreckend ist, wenn man das so hört. Das muss ich leider vorausstellen. Also, Herr Dirk Töpfer, CDU-Fraktionsvorsitzender. Wenn Sie sagen, wir hätten schon 250 erwachsene Wölfe, dann weiß ich nicht, worauf diese Zahl basiert. Das ist einfach absurd. Wir haben die staatlich anerkannten 160 für die Jahre 2016 und 17. Die aktuellen Zahlen für 2017 und 2018 sind noch nicht draußen. Ich befinde mich übrigens mittendrin im Revier des Rodewaldrudels, beziehungsweise von Roddy und seiner Familie, wie ich ihn getauft habe. Das ist alles Moor drumherum. Ich sehe einen Wolf. Ach, das ist ja mein Hund. Aber der ist auf alle Fälle größer als die anderen. Wir haben also jetzt vielleicht 200, 220 erwachsene Wölfe und sind noch weit weg von 250 erwachsenen Wölfen. Dabei muss man auch berücksichtigen, dass genetisch nachgewiesen unsere deutschen Wölfe genetisch arm sind, wie es so schön in diesem Fachartikel heißt. 250 Wölfe würden dann in Betracht kommen, wenn wir Zufluss von den Karpatenwölfen hätten, von den italienischen Wölfen, von den Balkanwölfen und von den spanischen Wölfen, was wir aber nicht haben. Wir haben einen einzigen nachgewiesenen Wolfsrüden aus Italien hier, der in Bayern dieses Jahr Nachwuchs hatte. Alle anderen sind einfach zentraleuropäische Flachlandwölfe, die auch einen eigenen genetischen Code haben, also auch unterschiedlich genetisch sind zu den baltischen Wölfen. Die haben also miteinander nichts mehr zu tun. Wir haben unsere eigene Population hier und deswegen sind wir noch weit weg von, selbst von den 250 Erwachsenen sind wir noch weit weg. Sie bringen die Nutztierhalter nach vorne. Dann sollten Sie vielleicht auch klarerweise dazu sagen, dass wir in Niedersachsen 95% der Schafhalter sind Hobbyhalter, die zwischen 4 und 20 Schafe haben. Die meisten werden die noch nicht mal wahrscheinlich bei der Tierseuchenkasse angemeldet haben, wozu sie eigentlich verpflichtet wären. Wenn sie das hätten, dann wüssten sie nämlich auch, dass wir von den 234.000 Schafen, die wir jedes Jahr ungefähr plus minus haben, 10%, also über 20.000, sowieso sterben und in der Tierkörperbeseitigung landen. Und niemand einen Nutzen davon hat, da sagt auch keiner was. Bei den insgesamt 403 toten Nutztieren in 2017 ist das Geschrei groß. Wir haben im Moment im September, trotz dass die Anzahl der Rudel offensichtlich sich verdoppelt hat, von 10 auf 20 genauso viel Übergriffe, 157, wie im Jahr 2017. Und von daher weiß ich nicht, warum sie hier einen auf Tränendrüse machen. Die Schafhaltung insgesamt geht seit 1990 brutal den Berg runter. Und Ihre Fraktion war es doch, wenn ich mich recht entsinne, die in Berlin gegen die Weidetierprämie gestimmt hat. Dann weiß ich nicht, warum Sie jetzt so tun, als ob Sie sich um die Nutztierhalter wirklich Sorgen machen. Und das tun Sie nicht wirklich. Zäune haben Sie angesprochen, Herr Töpfer. Wir haben in Niedersachsen alleine 15.000, ja, ich muss es nochmal wiederholen, Kilometer Wildschutzzäune im Wald, die 100 Millionen Euro gekostet haben. Da reden Sie jetzt von das Einzäunen von ein paar Hobbyschafen und machen einen Larry davon, dass die Heide wackelt. Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst. Und wenn Sie ständig vom Deich reden, Deichsicherheit, da gab es original einen einzigen Riss im August 2017 bei Herrn Krogmann, der immer so laut lamentiert und rumbrüllt, dass seine Existenz am Ende ist. Er soll vielleicht mal aufdecken, wie viel Euro er als EU-Förderung bekommt. Ich erinnere mich an den Schäfer Jahnke in Eimke, was zum Landkreis Uelzen gehört und auch zum Munsteraner Rudel. Der hat alleine, ich glaube 2016, was 200.000 Euro bekommen. Müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich befürchte, oder ich freue mich natürlich für die Leute, wenn sie das Geld kriegen, nur dann sollen sie bitte schön nicht so rumjammern. Und das passt einfach nicht.
Also von daher, die Berufsschäfer, denen geht es nicht so gut, das ist klar. Aber ein paar von denen kriegen satt Subventionen, das ist auch klar. Das Problem sind ja auch in der Regel nicht die Berufsschäfer, sondern es sind die Hobbyschäfer, die einfach nichts machen. Dazu gibt es einfach nur schützen oder aufhören, das ist doch ganz einfach. Wir haben alle unser Hobby schon mal geändert und bei aller Liebe, es ist doch nun, weiß Gott, kein Drama, mal, keine Ahnung, 2000 Quadratmeter einzuzäunen, bis die Wölfe da nicht reinkommen. Ich war eben hier, ich bin jetzt noch in einem dieser Moore und auf dem Weg hierher bin ich, ich glaube, das war Salat, ich weiß es nicht, Salat vorbeigelaufen und der war eingezäunt. Wolfssicher, glauben Sie mir das? Und dahinter waren Ziegen, so 8 Stück oder so, die waren auch wolfssicher eingezäunt. Hier im Roddy-Gebiet. Und wenn man schon Salat einzäunen kann, wolfssicher, kann man auch seine Nutztiere einzäunen. Ach nee, ich vergaß ja, die werden ja im Dezember sowieso geschlachtet und gegessen oder verkauft an den Nachbarn und so weiter. Also, machen Sie nicht so ein Drama davon. Das ist wirklich einfach lächerlich. Und was war Punkt 4? Punkt 4 war, muss ich mal meinen Spickzettel eben rausholen. Mir liegt es auf der Zunge, aber ich komme gerade nicht drauf. Es ist auch so schön hier, muss ich sagen, ehrlich. Sollten auch mal in so ein Wolfsgebiet gehen. Mache ich jeden Tag mit meinen Hunden. Das Komische ist nur, leider sehe ich keine Wölfe. Das ist von daher wirklich ein bisschen witzig. Ach so, ja, genau. Das ist natürlich das Gröbste. Sie behaupten allen Ernstes, dass der Wolf, der Nutztiere reißt, dass das nicht normal sei. Sagen Sie mal, beschäftigen Sie sich gar nicht mit der Wolfsbiologie? Das gehört natürlich schon immer dazu, dass Wölfe Nutztiere reißen. Genau deswegen haben wir ja die Hirten und die Schäfer und die Wanderschäfer und die Herdenschutzhunde. Gehen Sie doch mal in die Länder, bitteschön, wo der Wolf nie weg war, wie Rumänien, Bulgarien. Die lachen sich alle über uns tot. Ja? Ich verstehe Sie überhaupt nicht. Wie können Sie denn sowas behaupten? Dann bräuchten die ja alle gar keine Herdenschutzhunde und Hirten, wenn das nicht normal wäre, dass der Wolf auch Nutztiere reißt. Der Wolf kann nicht unterscheiden zwischen einem Reh und einem Schaf. Das ist einfach traurig, ganz traurig. Sie haben ganz schlechte Berater, muss ich sagen. Überdenken Sie bitte Ihr Thema nochmal neu. Thema verfehlt, Sätzen 6 kann ich dazu nur sagen. Und ich bitte Sie, ich hatte Ihnen das auch schon geschrieben, 75% auf dem Lande sind pro Wolf. Sie wollen uns nicht allen Ernstes weismachen, dass wir uns danach richten, was so ein paar Hobby-Schäfer 60, 65 plus wollen. Das kann es doch wohl nicht sein. Und ich abschließend kann Ihnen noch sagen, ich war heute bei meinem Tierarzt, der ist Jäger. Ja, stellen Sie sich vor, der ist sogar auch Diplom-Forstwirt. Und der hat einen, der ist Jagdpächter, der hat 600 Hektar. Und wissen Sie, was der zu mir sagt? Ich weiß gar nicht, warum die sich alle so aufregen. Wir haben immer noch Zuläufe an Rehen, Hirschen, Wildschwein, obwohl wir Wölfe überall haben. Es stört uns überhaupt nicht. Und wenn ich mir dann auf der Zunge zergehen lasse, um wieder zum Anfang zu kommen, wir haben über 1 Million Rehe in Niedersachsen und sie jammern rum von vielleicht 60 erwachsenen Wölfen hier, wenn überhaupt. Von 200 Wölfen, die wir insgesamt hier haben, gegenüber alleine 1 Million Rehe. Bitte setzen Sie sich nochmal zusammen oder ich lade Sie auch gerne ein, führe Sie hier mal durch die Gebiete, lernen Sie meine Tiere kennen. Ich habe ja mehrere von denen hier, die man sonst nur in Kanada findet. Vielleicht können Sie dann nochmal überdenken, dass Sie sich so selbst den Ast absägen, auf dem Sie sitzen. Und die Volksparteien werden immer, weiß ich nicht, weniger ernst zu nehmen und haben kein Profil. Dankeschön.